Heute testen wir, was München liefertechnisch drauf hat und bestellen bei den drei besten Restaurants, bei denen man sich Essen liefern lassen kann. Im letzten Video waren wir ja schon bei den Top Food Spots, also schauen wir, was uns erwartet. Alright, wir haben die App geöffnet und ich gehe als allererstes mal auf die Filter, filtere direkt nach Bewertung und ich hoffe, dass es gute Sachen sind. In Berlin war ich ein bisschen enttäuscht, als wir das Ganze gemacht haben, aber jetzt haben wir 650 Restaurants, die hierher zu uns ins Hotel liefern, da sollte was Gutes dabei sein. Lokma Churros als allererstes, 9,8. Dessert kann ja so himmlisch sein. Finde ich gut, das Einzige, was ich scheiße finde, ist, dass direkt darunter noch ein Sweet Spot ist, die Zimtschneckenfabrik. Machen wir jetzt ein süßes Video, oder wie? Und der dritte Platz ist... Ein süßes Video machen wir ja immer. Ich würde fast sagen, dass wir nur einen süßen Spot nehmen. Nehmen wir Lokma Churros, nehmen wir Marcurine Barbecue Schwabing und das letzte ist... Royal Healthy Slices. Leute, Alright. Wir wollten das unbedingt testen im Foodspots-Video, aber es hatte zu. So kommen wir jetzt scheinbar doch noch in den Genuss. Aber starten wir ganz oben, stellen uns allererstes mal das Dessert. Lokma kennt man ja, das sind ja diese gefüllten Teigbällchen, ich glaube aus der türkischen Küche. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Classic, ne? Da wissen wir genau, wo wir dran sind. Lokma Atom. Ja, okay. Mit Vollmilchschokolade, weißer Schokolade, Bitterschokolade, Cookie, Butterkeks, Pistazien, Erdbeeren und Blaubeeren. Ja. Deine Füllung, Bueno-Füllung, Nutella-Füllung, Vanille-Füllung. Ja. Nehmen wir Nutella-Füllung. Yeah. Okay, Lokma Atom. Ich glaube, das ist ein guter Start in den Tag. 11,40 Euro, wir bestellen und gehen zum nächsten Restaurant. Weiter geht's mit dem Korean Barbecue Schwabing. Ebenfalls 9,8 aus 10, was wirklich zwei Top-Bewertungen sind. Ich glaube, wir haben in Köln ein oder zwei Läden nur, die mehr als 9,5 haben. Haben auch Menüs. Powerfood-Menü groß. Das sieht auch so schön farbenfroh aus. Ich glaube, wir nehmen eins direkt von den Specials oben, weil das sind eh die, die am besten laufen. Wahrscheinlich machen wir es uns ganz einfach und nehmen das Powerfood-Menü groß. 13,19 Euro statt 16,49 Euro haben wir sogar noch einen Schnapper gemacht. Die zweite Bestellung ist ready und wir gucken, was wir uns als drittes bestellen. Und wir gucken bei Royal Healthy Slices rein. Das sind georgische Pizzen oder zumindest so eine Art Pizza, was ich noch nie gegessen, noch nie irgendwo gesehen habe, aber was hier in München scheinbar ein echter Geheimtipp ist. 9,6, also ein bisschen schlechter bewertet als die anderen, aber das hat, glaube ich, sogar bei Google 4,9 Sterne aus 1000 Bewertungen. Das muss richtig gut sein. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich finde es krass, muss ich sagen, dass sie das hier etablieren konnten, weil das Essen sieht absolut unspektakulär aus. Auch was mich hier jetzt wieder anguckt, dass du es auch mal siehst, das ist immer Ruli. Da muss ja was auf der Zunge passieren, ne? Da muss was auf der Zunge verzieren. Ja. Auf was gehen wir jetzt? Gehen wir auf den Peter-Burger? Gehen wir... Ich glaube tatsächlich, auf den Fotos waren am häufigsten diese Mesh-Kuri. Nehmen wir einfach mal. Ganz ehrlich, ich würde es eigentlich nicht bestellen. Also wenn es nicht gut bewertet wäre, würde ich es niemals bestellen. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Geheimtipp. Und wir nehmen noch einmal, weil es mich einfach interessiert, so einen Peter-Burger Parma. Das sieht wirklich pervers aus. Rein in den Warenkorb und wir bestellen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das erste Essen da ist. Und unsere erste Bestellung ist da von Ma Barbecue Express. Schauen wir rein, was es gibt. Sehr kompakt, sehr schwer. Also wenn man das so in der Hand hat, ordentlich. Da oben haben wir einmal, ich weiß es gar nicht mehr, das sind wahrscheinlich diese Dumplings, die dabei waren. Wow, die sehen richtig gut aus. Sind auch noch ein bisschen crispy. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Und hier Hot Gogi Barbecue Classic. Das sieht schon echt gut aus. Wirklich viel erkennen kann man hier jetzt noch nicht, oder? Kann man nicht, aber man erkennt, dass es unbekannt ist. Also sowas kann ich auf jeden Fall in Köln schon mal nicht bestellen. Das feiere ich. Und gerade wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann will ich gerne sowas Neues probieren. Obendrauf Sesam, so eine rote Soße. Ich denke mal, das ist die, die für den Spice verantwortlich ist. An der Seite haben wir ein bisschen Coleslaw und gebettet ist das Ganze auf so einem Klebereis, den ich erstmal probieren will, weil ich glaube, das ist so genau dieser geile, klebrige Reis, den man liebt. Wow, der hat wirklich einen krassen Chew. Da steht auch Korean Power Food. Ich glaube auch, dass das Power Food ist. So mit dem Reisbett, dann oben ein bisschen Chicken drauf, noch so ein paar Gemüse als Side, ist richtig geil. Ich probiere jetzt mal mit Bulgogi. Ich glaube, es könnte scharf werden. Wirklich was ganz Eigenes, for real. Ein richtig gutes Essen. Ist das eine Stunde, bevor du ins Gym gehst? Du hast Kraft, glaube ich, aber richtig wow, Kraft. For real. Geile Schärfe. Das Fleisch obendrauf ist so auch sehr, sehr weich, sehr zart, aber trotzdem so eine besondere Textur. Das ist ein richtig geiles Meal. Also for real. Mit diesem Mandu, mit einem Getränk, was wir bekommen haben, für 13,49 Euro. Übertrieben gut. Würde ich wirklich jederzeit bestellen, wenn ich in Köln wäre. Probier mal die Mandu. Crispy. Wir haben es gehört. Zu Recht unter den Top-Spots. Geiles Lieferkonzept, ausgefallenes Essen, kein Standard. Das will ich auch in Köln haben.
Weiter geht's mit einer kleinen süßen Pause. Wir haben hier drin unsere Lokma. 11,40 Euro für dieses Atom-Lokma. Das sind wirklich Münchenpreise. 11,40 Euro, Alter. Und hier in der Mitte haben wir direkt so ein Lokma. Also ein gefülltes Teigbällchen, das wirklich kaum noch zu erkennen ist unter Pistazien-Crumble, Schokosoße. Wirklich von allem was dabei. Der erste Lokma, den ich in meinem Leben esse. Ich probiere das einfach mal. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist somit das Substanzloseste, was man essen kann. Du hast eine knusprige Panade, innen drin einen flüssigen Kern aus Nutella. Ich kann mir so vorstellen, das verklebt dir so komplett genau. Den Rachen. Ja, Nutella ist ja eh so, wenn du so ein bisschen Nutella so vom Löffel isst, dann klebt so dein Mund. Und hier hast du halt mehrere Löffel Nutella mit jedem Bissen. Ich würde es mir halt wahrscheinlich ohne dieses Video nicht bestellen. Ich glaube aber, wer gerne süß isst, für den ist das richtig geil. Da ist auch ein bisschen Bitterschokolade dabei, also es ist nicht nur süß, aber das ist einfach eine perverse Kreation. So frittierter Teig mit Zuckerfüllung. Wenn man es liebt, liebt man es. Für mich ist es nicht meine Nummer 1, weil ich es einfach nicht so gerne mag. Aber jetzt kommt das, auf das ich am meisten gespannt bin. Wir erwarten gerade noch die Lieferung. Georgian Happy Slices und ich glaube, das wird besonders. Und auch die letzte Bestellung ist da. Wir gucken mal rein. Das hier sind die georgischen Pizzen. Und es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis die angekommen sind. Das ist aber nicht die Schuld vom Laden. Ultra nett. Der Besitzer hat mich persönlich angerufen und meinte, es kann nicht sein, die sind schon so lange unterwegs, kamen schon zu spät. Ich habe extra nochmal frische gebacken für dich, damit die auch warm ankommen. Deshalb, das lassen wir außen vor bei der Bewertung, als sie ein bisschen kühl sind. Die sind aber sogar noch lauwarm. Also es ist gar nicht so schlimm, aber der Laden gibt sich wirklich Mühe. Und wir nehmen uns direkt mal hier diese georgische Pizza. Wirklich so schwer, dieser Apparat hier. Sieht aus wie so ein ausgehöhltes Brötchen irgendwie so ein bisschen. Ich probiere einfach mal. Keine Ahnung, was mich erwartet. Das ist, glaube ich, das Saftigste, was ich seit langem gegessen habe. Das ist so saucy. Du musst es probieren, weil ich glaube, dann denkst du ganz anders darüber nach. Okay. Ja, fütter mich wieder. Immer so richtig rein, so ein Männerbiss. Ist so saftig, Alter. Und es schmeckt wirklich übelst gut, ne? Man checkt gar nicht, wie das schmeckt. Also wirklich das unfotogenste Essen, das ich seit langem gesehen habe, weil es schmeckt so brutal dafür, wie es aussieht. Das kann man auch nicht schön essen. Aber ich feiere es, dass München auch in der Hinsicht so experimentierfreudig ist und dass solche außergewöhnlichen Spots unter den Top 3 sind. Weil es ist ja nichts davon ist ja so Pizza, Burger, sonst was gewesen, ne? Müssen wir auch mal sehen. Das schmeckt wirklich brutal gut. 8,50 Euro, super fair. Davon kannst du, glaube ich, eine kleine Familie satt bekommen, auch wenn das nur so groß ist. Ich gehe mal hier in diesen Peter Burger rein, der kostet 12,50 Euro. Das ist for real eigentlich. Guck mal, das sieht aus wie so ein Focaccia so ein bisschen. Mhm. Dazwischen haben wir so einen frischen Belag, haben etwas Rucola, getrocknete Tomaten. Das könnte auch schon italienisch sein wieder, ja, ne? Ja, passt ja. Ich probiere. Durch die Lieferzeit jetzt ein bisschen kauintensiv geworden, aber geile Zutaten. Man schmeckt so den leckeren Parmaschinken, das ist nicht irgendwas Billiges. Geiler Laden, geiler Spot, sehe ich mich auf jeden Fall nochmal bestellen. Ist vielleicht auch nichts für jeden Tag, aber auf jeden Fall hat das eine Daseinsberechtigung. Das waren dann wohl die drei besten Restaurants, die hier zu mir ins Hotel in München geliefert haben. Ganz ehrlich, München hat was drauf. Das habe ich auch schon bei den Top-Foodspots gemerkt. Das merke ich bei den Lieferrestaurants. München vielleicht. Ist auch einfach schön. München ist auch wunderschön. Vielleicht sieht München mich bald wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust hättet auf weitere Videos aus München. Wir sehen uns demnächst wieder aus Köln. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Eine Sache werde ich mit diesem Auto nach dem heutigen Video gemeinsam haben. I ate. Jetzt können wir die Reaktion von Captain einblenden. Ich werde eine Sache mit deinem Auto gemeinsam haben nach dem Stream heute. Was denn? I ate. Ey Max, ich würde den Stream dann doch wieder abbrechen, Digga. Ja. Mhm. Ich hab den